Hallihallo zusammen, ich grüße euch recht herzlich. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Feiertag erlebt. Und heute sind wir jetzt hier wieder im Eifer des Gefechts. Nein, checken mal ab, was hier so abgeht. Was? Schreist du denn hier so rum? Ja genau, du kannst jetzt erstmal hier magische Candy, Candy, ne? Heißt doch so, oder? Magische Gelee-Bonbon essen, okay, nicht Candies. Ist ja fast dasselbe, mein Gott. Also bitte. Aber gut, wir können hier jetzt auf jeden Fall, verbrennt die jetzt? Oh mein Gott, verbrennt hier etwa jetzt? Nee, oder? Entweder der weitläufigen Meinung ist es gar nicht gesund, in Flammen zu stehen, denn dies kann nur Symptome wie Panik, Verbrennungen und sogar zum frühzeitigen Ablegen führen. Suche am besten schnell etwas Wasser. Ja, nice. Wo soll denn hier jetzt gerade ein bisschen Wasser sein? Hier. Sich selbst löschen. Lauf. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf. Schneller. Oh mein Gott. Schneller. Doch nicht so langsam. Herzlichen Glückwunsch. Achso, wir haben was verkauft. Ja. Wir wollen erstmal, dass dieses scheiß Feuer löscht. Los! Lösch dich! Oh mein Gott! Haben wir es jetzt geschafft? This girl is on fire! Oh fuck ey! Ich werd bekloppt! Da hat sie sich einfach abgefackelt! Oh mein Gott! Was ist da los? Schick am Stock oder ist die nur so eine Scheißbohne? Ich wusste ja, dass man dann vielleicht so schlechte irgendwas passiert, so, ne? Aber in Flammen stehen, Gott sei Dank war da direkt Dings in der Nähe und ich musste nicht erst noch weiterkommen. Alter, kann doch nicht wahr sein. Dann gehe ich erstmal duschen jetzt, Liebes. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt gerade total geschockt. Also, oh mein Gott. Also, nee, oder? Die stand gerade ernsthaft in Flammen. Voll uncool. Jetzt mal ernsthaft. Die hätte jetzt einfach sterben können. Einfach so. Meine liebe Nara. Ey, geht gar nicht. Nee, voll uncool. Oh mein Gott. Nee. Nee, 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 das kann ich jetzt irgendwie überhaupt nicht verarbeiten. Das ist krank. Die standen einfach mal in Flammen. Oh mein Gott. Du kommst auch mal nach Hause, Mama. Und dann... Oh, ich bin jetzt total geschockt. Echt jetzt? Stand die da einfach mal so locker flockig in Flammen? Leck mich am Arsch. Oh Mann. Dann schauen wir mal, dass jetzt hier erstmal Freunde werden. Also beste Freunde, glaube ich, war es, ne? Beste Freunde? Ja, als besten Freund. So, und jetzt? Ist denn jetzt Nara mittlerweile zu Hause angekommen? Oh ja, jetzt wird wieder irgendein Gerücht erzählt. Irgendjemand aus der Stadt erzählt Gerüchte, dass Phantasius in der Öffentlichkeit in die Hose gemacht hat. Wer wagt es, sowas zu tun? Ja, genau.
Super, verlieren wir direkt wieder einen Friend hier. Wo wir gerade so hart darum gekämpft haben. Ach so. Oh Mann, können wir jetzt hier noch vor Gericht klagen? Machen wir einfach. Rathaus. Was? Das geht jetzt nicht. Ah, nicht du. Dein Vater. Rathaus. Wegen Rufmord verklagen. Tu es. Was geht hier? Die Leute sagen, dass Imelda Estrada in Wirklichkeit ein Alien ist, das heimlich in unserer Nachbarschaft lebt. Nein, ist nicht. So. Kinderbett kaufen. Brauchen wir jetzt so gerade noch nicht. So. Wie geht es dir denn, Liebes? Hier geht's wieder gut. Alles klar. Ja, wir können jetzt gerade gar nicht so großartig was machen. Was ja? Level 5 in Kochen gelernt. Ihr seid ja sowieso schon super miteinander befreundet, ihr zwei. Ja, ja, kriegen wir hin, das ist ja nochmal. Hast du überhaupt irgendeinen Vampir in deiner Freundestruppe hier? Was? Ey! Beruhig dich mal. Na, warum muss sie sich entschuldigen? Eigentlich ja er. Du musst dich eigentlich entschuldigen. Du hast sie doch gerade angerannt, oder nicht? Naja. Na gut. Ich bin immer noch voll aus dem Konzept hier. So, Mutti, bist du alles klar, dann geh schlafen. So, schlafen. Uncool. So, und dann machst du dich auch mal hier ein bisschen frisch und du gehst mal noch ein bisschen erfinden hier. So, erfinden. Weil, wie heißt es? Dir geht's noch gut, deswegen kannst du das jetzt mal in Ruhe machen. Hausaufgaben sind erledigt, ne? Ja. Und Schrott haben wir auch noch genug. Vater ist da in Action. Gut, ihr beide wollt euch auch noch besser miteinander anfreunden. Sollten wir auch noch hinbekommen. Aber erstmal schlaft ihr. Was machst du? Ja, mach doch sauber, wenn du Bock drauf hast. Kannst aber auch erstmal was essen. So, und dann gehst du schlafen. Was? Achso, ja, das kostet natürlich Geld. So. Schön machst du das hier. Das ist echt genial mit ihren verrückten Klamotten. Was ist das jetzt? Was hast du da jetzt entwickelt? Oh. Drehbewegung, ja super. Was ist das jetzt? Alchemistenkarriere einschlagen. Wie stellst du dir das vor? Zaubertränke erforschen und sowas. Elixiere, nicht Zaubertränke. Na gut. Machen wir erstmal hier ein bisschen schneller. Wenn der Pops dann wieder da ist, geht er auch mal ins Schlafen und so. Hast du jetzt auch gegessen oder hast du jetzt nur... Hallo. Klick, klick. Warum hast du gekocht und es nicht gegessen, du Idiot? Oh, was hast du jetzt erfunden? Hygienator. Was machst du? Nee, du kannst hier noch weiter erfinden. Und die Musik kannst du eigentlich wieder ausschalten. Weil Musik brauchen wir jetzt eigentlich gerade nicht. Erst recht nicht, wenn du jetzt gleich schlafen gehst, Liebes. So. Jawohl, er hat den Fall übernommen und jede Menge Geld bekommen, muss aber auch die Gerichtskosten übernehmen. Das ist auch nicht weiter tragisch. Fakt ist, wir haben gewonnen, der Rufmord ist weg. Super. Das klingt so, als ob ich es hätte sein können. Aber warum bist du gejagt von einem unfreundlichen Vampir? Wer ist denn hier bitte schön ein Vampir?
Also bitte, du verwirrst mich echt. Also nicht nur, dass du gerade eben einfach entflammt. Das hat ja einfach entflammt. This girl is on fire. Gibt's auch so ein lustiges Video, wo so ein Mädel irgendwie einen Handstand macht, an der Tür oder so umfällt und dann zack, bremst die. Ist eigentlich überhaupt nicht lustig, ich hoffe, da ist nichts passiert. Aber das trägt auch den Titel, This girl is on fire. Naja. So, und sobald sie das dann fertig hat, bist du dann Level 4? Super. Komm, bevor du das fertig erfunden hast. Ja. Super. Was möchtest du jetzt? Durch einen Schrotthaufen buddeln. Kriegen wir hin. Aber dann kannst du jetzt danach schlafen gehen. Nara ist der Schrott. Ach, das ging aber schnell. Ist da mittendrin am Rumfummeln und dann muss sie aufhören, weil der Schrott nicht mehr da ist. Na gut. Ja gut, dann kannst du gleich mal dir Frühstück machen. Du hast ja nichts gegessen, du Trottel. Dann gucken wir mal, dass du jetzt gleich was zu essen kriegst hier. Ist das jetzt wegen Winter? Liegt jetzt gleich hier überall Schnee oder warum bleibt das jetzt wieder so unnötig hängen hier? Oh. Da kriege ich echt Hass bei sowas. Naja, gut. Ist halt von EA, ne? Was wir jetzt machen, da freeze das ja ganz gerne mal. Hauptsache, diese Bugs oder sowas werden nicht behoben. Wichtig dabei ist einfach gucken, dass wir nicht noch mehr irgendwie Geld machen können. Reste essen, dann isst du erstmal deinen Herbstsalat, Kollege. So, und dann willst du noch ein bisschen malen. Dann kannst du auch wieder ein Bild anfangen zu malen. So, die Mama ist gleich fertig. Sie wünscht ein Techtelmechtel. Aber eigentlich könntest du gleich erstmal ein paar Nachrichten schicken. Ja, zum Beispiel an deine Tochter. Freundliche Text nachschicken, weil zum Anrufen ist es dann noch ein bisschen zu früh. Wenn du dann gleich mal aufwachst, machst du das doch fix. So, du möchtest jetzt 6. Ist natürlich effektiver, also ein bisschen Schrott sammeln. Was möchtest du? Eine Schneeballschlacht veranstalten. Du könntest Wander mal eben füttern. Dann kannst du hier mit jemandem chatten, gerade so. Chatten. Mit Celine kannst du ein bisschen chatten. Mach das mal. Deine anderen Tochter. Mein Gott, ich habe diese Beziehung mit den Töchtern gar nicht so... Töchtern. gar nicht so... Ist ein bisschen doof, aber okay. Merkst du nichts, ne? Also im Einwartezimmer benutzen. Hausaufgaben habt ihr beide geschafft, ja? Gut. Das Pflänzchen hier ist jetzt inaktiv, ne? Ja, sieht stark danach aus. So, wenn du dann gleich mal ausgeschlafen bist, guck, dass du dann mal dich fertig machst, weil du musst gleich in die Schule. Oder heißt es, wegen derartigen Schneestürmen, müsst ihr heute nicht in die Schule? Wegen der schweren Schneefälle am Morgen würde der heutige Tag zu einem Schneetag erklärt. Super. Das heißt, ihr müsst gar nicht in die Schule. Das ist doch super. Wie läuft das Chatten hier? Hauptsache, die sind ganz hinten und die gehören zur Familie. Ich werde bekloppt. Oh Mann. Gemeinschaftshochschule für Hochbegabte. Aha. Was machst du? Okay, mehr Podiumspolierer. Mehr bist du auch noch nicht geworden. Du? Gespensterentschärferin. Ah, hat sich auch noch nicht viel geändert. Ja gut, dann muss ich mich wohl darum kümmern, dass du jetzt auch was zu essen kriegst. Du bist am Malen, super. Du kannst jetzt eigentlich... Was machst du? Selbstgespräche führen, was das, weil du wahnsinnig bist, oder was? Es ist die schönste Zeit. Ja, ey, das Winterfest steht vor der Tür. Jetzt doch zur Schule fahren? Ich habe gedacht, heute ist Schneetag. Ja, dann fahrt mal trotzdem zur Schule. Wieso auch immer ihr trotzdem zur Schule fahrt. Na gut. Na gut. Bist du immer noch mit ihrem Chatten?
Wir rufen da schon wieder unnötig an. So, Fantasius, musst du heute arbeiten? Ja, aber erst in 5 Stunden. Du könntest eigentlich auch mal ein paar mit deiner Kollegen telefonieren, hältst davon. Hier, die zum Beispiel mal ein bisschen plaudern. Dann wollen wir mal eben rangehen. Oh, und dann sowas Unnötiges. Echt, ich wusste es. Ich wusste es echt. Oh Mann. Aber gut, Freunde. Gut, dass sie trotzdem in der Schule sind. Aber okay. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hier können wir dann quasi in der nächsten Folge, quasi nächste Woche, wenn wir dann nochmal mit der lieben Nara ins Elixierladen gehen, dass sie dort ein wenig mehr Alchemie studieren kann. Und vielleicht gibt es bis dahin auch schon mein Hexentrinkchen. Wir werden sehen und ich verabschiede mich und wünsche euch noch